Was geht ab und willkommen zurück zu Random Encounter Simulator 2019, auch genannt Pokémon die Rote Edition, Randomizer Nuzlocke. Wir sind immer noch in der Siegestraße gefangen. Wir haben beim letzten Mal das Pokémon gefangen, das anstelle des Lavadoses hier war. Ein Parasect und wir haben es Dissi 2 genannt. Und wir sollten nun nicht mehr wirklich weit entfernt sein vom Ende dieser gottverdammten Höhle. Hoffe ich. Ich will hier echt nicht mehr durchlatschen. Leiter runter. Ist das? Das ist der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wir sind bei der Top 4. Fuck. Ich komme nicht durch. Wer hat diesen fucking Eingangsbereich konstruiert? Der sollte gefeuert werden. Zu viele Statuen. Oh boy. Es wird episch. Was hast du zu sagen? Yo, champion making. In Pokémon League, you have to face the Elite Four in succession. If you lose, you have to start all over again. Ja, okay. Wir heilen mal unsere Pokémon. Ich glaube, in diesem Part wird es dann schon Zeit. Zeit für unsere finale Challenge. Ob wir das heil überstehen werden? Das ist die Frage. Hackbraten könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Ich glaube, für gutes Glück werde ich mal einige schwächere Pokémon opfern an unseren Halbgott-Derfer hier. Einmal kurz zu ihm beten hier. Na, bitte beschütze unser Team vor dem Tod. Ich werde dich weiterhin stets im Team behalten und dich nie einsetzen, weil die Feinde es nicht würdig sind, durch deine Hand zu sterben. Da habe ich schon ein paar Ziele, die ich killen kann. Speziell für Derfer. Fangen wir doch einfach mal mit dem guten Dicta an. Das hatte ich mal in einer der früheren Aufnahmen versucht hochzuleveln. Man sieht, das ist ja Level 15, aber es hat keine Chance, irgendwie mächtig zu werden. Also Dicta, dich werde ich leider ausbluten müssen. Ja, bitte stirb. Dich haben wir damals im ersten Wald gefangen, im Viridian Forest. Tschüss. Und du warst uns nie wirklich nützlich. Kloxen? Noch nicht. Iromeria, Wo ist hier? Okay. Fake! Ich hasse dich. Ich musste dich fangen, weil ich kein Pokémon für Zerschneider hatte. Und es wird Zeit, dass du dein Blut unserem Halbgott gibst. Sam haben wir noch. Wo ist eigentlich unser Hass-Pokémon? Da, Spastikus. Ich hatte dich in einer Folge ins Team gepackt, aber du hast so beschissene Attacken, dass du es auf jeden Fall auch verdient hast zu sterben. Spastikus, bitte. Sei ein gutes Essen. Okay. Drei Opfergaben sollten reichen für unseren Halbgott-Derf. Wir schauen, ob wir noch irgendwie aufstocken müssen. Wir haben 16 Hypertränke, wir haben einige Max-Tränke, wir haben Vollgenesung, die sowohl HP komplett aufheilen als auch Statuseffekte wegmachen. Gegengifte, wir haben Full Heals, die praktisch beliebige Statuseffekte wegmachen. Wir ballern dich mal weg, bitte. Danke. Dich müssen wir auch noch verkaufen. Kaufen wir uns mal noch ein paar Max Potions, damit wir 10 haben. Full Heal auf 12 bringen, damit wir eine gerade Zahl haben. Weg damit. Das Fahrrad würde ich nicht so gern verkaufen, auch wenn ich das nie benutze. Max Revive kann weg, brauchen wir nicht. Die haben 17. Ja, oh, weg damit. Okay, und ich würde mal sagen, wir sind ganz gut dran. Für die Pokéliga. Oh Junge, das wird spannend werden. Ich habe Angst.
dass unsere Pokémon nicht stark genug sind. Speichern wir mal ab. Moment, Safe State. Atmen. Lass uns reingehen. Wir haben gute Pokémon, gute Attacken. Wir sind gegen Drachen gewappnet. Ich weiß nicht, ob es ein Element gibt, wogegen wir nicht gewappnet sind. Scheiße! Wir gehen nochmal raus. Ich habe den Trainer noch nicht angesprochen, also darf ich bitte raus. Ich will mir den Scheiß hier noch mitnehmen. Gib mir noch die Dinger und ja, gib mir noch das. Gut. Verteilen wir mal ein paar Süßigkeiten. Level 58, nice. Carpador bitte. Level 56, gut, gut. Zwei Sonderbonbons haben wir noch. Hackbraten bekommt ein und Aniki. Damit haben wir alle unsere Sonderbonbons schon mal verteilt. Wir haben Ether da dabei, um PP aufzufüllen, was wir vielleicht brauchen werden. Und jetzt speichern wir nochmal. Versprochen, wir gehen nicht mehr zurück. Wir stellen uns jetzt der Top 4. Welcome to the Pokémon League. I am Coolant. Du bist Kühlflüssigkeit, okay. Ich bin Kühlflüssigkeit von der Elite 4. No one can best me when it comes to icy Pokémon. Freezing moves are powerful. Your Pokémon will be at my mercy when they are frozen solid. Haha, are you ready? Ich wurde bereit geboren. Und ich bin auch bereit, die Challenge zu verkacken. Kühlmittel möchte kämpfen. Häng mit deinem Goldini an, das ist gut. Level 54, ouch. High Level, die Viecher. Aber ich hatte schon die Befürchtung, dass die ziemlich nah an meinem Level dran sein werden. Ich setze jetzt mal ruhig Blubber ein. Das ist mir ziemlich Wambo. Versuchen wir mal, den ersten Trainer hier mit Lumanda alleine zu clearen vielleicht. Wenn uns das Goldini weiterhin so einfache Moves gibt, machen wir unsere Stärke mal auf Maximum. Plus 6. Okay. Blubber, meinetwegen. Und wir setzen Fliegen ein. Das ist aber die normale Trainermusik, die hier läuft, oder? Oder ist es Arena-Leitermusik? Ich weiß es nicht. Gut. Erfahrungspunkte für ihn. Mr. Mime. Wir bleiben bei Glumanda. Da er plus 6 ist, sollte er alles so ziemlich one-hitten können. Kritische Treffer, sehr schön. Jolteon, okay. Wir Fliegen einsetzen. Versuche ich deine Donnerwelle, du triffst mich eh nicht. Läuft glatt bisher. Gloom, auch kein Problem. Also Glumanda fliegt einfach alles zu Tode. Donnerhieb, meinetwegen. Hattet ihr überhaupt jetzt schon ein einziges Eis-Pokémon gehabt? Ich kann das wirklich nicht sagen. Und Dodo. Oh, war Dodo nicht das Pokémon mit Hornbohrer? Ich weiß es nicht, ne? Ich will es nicht herausfinden. Und das sollte das gesamte Team nun sein, das ich mit Fliegen ausgelöscht habe. Fängt gut an. Danke, Kühlflüssigkeit. How dare you! Gib mir all dein Geld. You're better than I thought. Go on ahead. You only got the taste of Pokémon League Power. Gut. Jetzt mal Carpador nach vorne. Oh, Junge. Der nächste. Der Kampftypi. I am Buff of the Elite Four. Through rigorous training, people and Pokémon can become stronger. I've retrained with my Pokémon. Help! We will grind you down with our superior power! Hoo-ha! Schauen wir mal, ob der wirklich so mächtig ist.
Top 4 Nummer 2, Buffo. Will kämpfen. Er beginnt mit einem fucking Ratzratz, okay. Carpador sollte das schaffen. Also mal Steinhagel. Oh, trifft sogar. Ah, das ist ein großartiges Geräusch, ich liebe es. Kein Problem. Ratzratz ist tot. Pharaoh, ey, perfekt. Kann ich gleich nochmal Steinhagel einsetzen. Sehr schön. Zack. Mit extra hoher Stärke von unserem Carpador natürlich. Sollte es tot sein. Perfekt. Starmie. Wir bleiben bei Carpador. Wir setzen Solarstrahl ein. Er setzt Fund ein. Meinetwegen. Starmie hat eh nur Kackattacken. Nochmal Fund. Komm, bist du one-hit down mit einer Stärke von 120? Nicht ganz. Dann hat noch ein Donnerblitz. Aber wehe, du vergibst es nicht. Danke. Epilepsie-Warnung. Läuft gut, läuft gut. Level up? Nein, noch nicht. Seal. Ja. Und nochmal ein Donnerblitz rein. One hit down, perfekt. Machst du sehr schön, Carpador. Cloyster? Jo. Dann versuch noch einmal bitte einen Solarstrahl. Oh, zwei Level über mir, Mann. Egelsamen, nicht gut. Bitte stirb. Ex-Defend. Kannst du machen? Versuchen wir mal Donnerblitz. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Critical Hit. Sehr schön. Was kann das Cloyster? Agilität, okay. Bin ich trotzdem noch schneller? Nein. Okay, jetzt Sternschauer ein. Vorsichtig, bitte töte mich nicht. Gut, gut, gut. Cloyster ist besiegt. Und ich glaube, das war sein letztes Pokémon. Puh. Kein Level. Buffo besiegt. 2 von 4 Elite-Typen besiegt. Läuft. My job is done. Go face your next challenge. Nicht bevor ich mich heile. Rip. Läuft gut, läuft gut. Der nächste. Agathe. Oder wie auch immer du jetzt heißt. Was konnte unser Aniki eigentlich? Knochenkeule. Okay, wir bleiben mal mit Carpador vorne. Wie schauen eigentlich die Stats aus? Oh, steht kurz vorm Level Up. Gut. Agatha. I am Old B. Old Bye? Old B. Of the Elite Four. Oaks taken a lot of interest in you, child. That old Duff was once tough and handsome. That was decades ago. Now he just wants to fiddle with his Pokédex. He's wrong. Pokemon are for fighting. Hey! I show you how a real trainer fights. Na, das werden wir ja mal sehen. Solange du nicht mit irgendwie Gengars ankommst, ist alles gut. Okay, Slimebock ist auch nicht gerade ein Favorit von mir. Ich glaube, Steinhagel ist effektiv. Oh, keine Ahnung. Probieren wir es aus. Ah, Wickel. Das ist eklig. Auf mich festzuhalten, bitte. Ah, Biss. Wie kann das mich überhaupt beißen? Okay. Two-Hit? Two-Hit, sehr schön. Beiß mich ruhig nochmal. Physische Treffer, natürlich, was denn auch sonst? Okay, Slimebock ist besiegt. Carpador ziehen wir erstmal zurück. Das ist mir zu gefährlich für ihn hier. Level 57 für ihn. Magikarp? Alter, das wird schwer zu besiegen sein. Hackbraten, los! Das war ein bisschen sehr weak für die Gegner hier, aber ich zähle auf dich. Ich habe nicht wirklich Attacken dagegen. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu viel aushält. Es tankt ziemlich viel, fuck.
Immerhin, zweimal kritischer Treffer. Thunderbolt, lass das mal bitte. Bringen wir dich down. Ah, nochmal kritischer Treffer, nice. Läuft. Executor. Das war das Vieh, das Clamp konnte. Da will ich ganz vorsichtig sein mit. Aniki. Übernimm du das Ding mal. Holy shit. Knochenkeule ist ja ziemlich effektiv dagegen. Übrigens, die One-Hit-KO-Attacken funktionieren nur, wenn der Gegner leveltechnisch unter dir ist. Nicht so effektiv, scheiße. Okay. Lumanda, du musst das übernehmen, wie es ausschaut. Toll. Macht nicht sehr viel Schaden, aber es tut weh. Beschleunigen wir mal ein bisschen, weil... Gut. Flieg mal hoch. Bitte töte es in einem Zug. Ganz knapp. Ja, bitte. Bitte hör auf, danke. Was kommt jetzt? Sparrow? Ja, die Gelegenheit nutze ich, um mich einmal hochzuheilen. Lumanda einmal. Psychokinese, ouch. Macht aber nicht wirklich Schaden. Carpador. Cool, paralysiert. Gefällt mir. Carpador. Komm du mal hier ran. Nochmal deine Psychokinese ruhig und friss einen Steinhagel! Oder auch nicht. Verdammt. Das ist ein Steinhagel! Sehr schön. Das war's mit Habitak. Nur noch ein Pokémon, glaube ich. Gloom! Ja, ich bleib bei Carpador. Du machst das schon. Level 60, ouch. Bleibt nur Flammenwurf dagegen. Brenne! One-Hit KO. Wie auch beim letzten Duflo, das wir bekämpft haben. Das ist ziemlich interessant. Das war Agatha. Top 4 Nummer 3. Wir hatten noch keinen Drachen-Pokémon gehabt. You win. I see what your old death sees in you now. I have nothing else to say. Run along now, child. Okay. Ich bewege mich von selbst hier. Sollte jetzt der gute Siegfried hier kommen. Und jetzt habe ich wieder Kontrolle über mich. Hallo Siegfried. Ballern wir mal noch vorher den Trank in Aniki rein. Und einfach, weil ich auf Nummer sicher gehen will, in Carpador. Packen wir mal Glumanda nach vorne. Okay. Ah, I heard about you, help. I lead the lead for. You can call me Blade, the Dragon Trainer. Warum Blade? Das ist ein komischer Name. You know that dragons are mythical Pokémon. They're hard to catch and raise, but their powers are superior. Ha, schwer zu fangen? Naja. Ich habe ein Dragoran mit einem Hyperball First Try gefangen, also. They're virtually indestructible. Well, are you ready to lose? Your league challenge ends with me, help. Das hoffe ich doch nicht. Blade wants to fight. Okay, Fleckmann ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ich denke, die Gelegenheit nutze ich, um mich wieder hochzubuffen. Wenn es keine krassen Attacken drauf hat, okay. Donnerblitz ist ein bisschen krass. Ich merke gerade, dass ich noch paralysiert bin. Nutzen wir mal eins meiner Full Restores hier. Nochmal Thunderbolt, aber das wäre nur Thunderbolt. Hat er nicht eben Donnerblitz eingesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Lassen wir mal Fliegen ein.
Reicht ein Schwert, Hans? Jo. Gerade so. Mewtwo! Ich habe mich schon gefragt, wann der herankommt hier. Was für ein Typ ist Mewtwo eigentlich nochmal? Ich glaube Psycho, oder? Okay, das wird, glaube ich, ein wirklich schwerer Kampf jetzt werden. Im Notfall müsste ich der mal heranziehen. Ich habe ja immer ein extra Pokémon für ihn geopfert. Ich denke mal, unser Glumanda wird versuchen, das zu besiegen. Autsch. Ice Beam. Nicht cool. Damn. Immer diese kritischen Treffer, Mann. Okay, setz nochmal Ice Beam ein. Ja, Hälfte HP. Bitte friere mich nicht ein. Fuck me. Das ist auch Hyper-Potion ein. Dann werde ich mal Ice Punch einsetzen. Und das ist Ice Beam natürlich immer ein. Hast du auch andere Angriffe drauf? Kannst du aufhören, mir kritische Treffer zu geben? Okay. Ich brauche noch einen Schwertanz. Hör! Hörst du wohl auf damit? Gott verdammt nochmal, dieses Mewtwo geht mir auf die Eier. Willst du mir nochmal einen Crit geben vielleicht? Nein? Danke. Warum ist es schneller als ich überhaupt? Holy fuck. So, fliegen. Reicht es uns zu sterben? Yo, Mewtwo ist down. Sehr schön. Hitziger Kampf hier. Level up für Glumanda. Vielleicht kriegen wir das noch auf Level 60, bevor wir ans Ende der Challenge geraten. Garados! Yo. Carpador einmal wieder. Er sollte das schaffen mit ein paar Donnerblitzen. Bestenfalls nur ein Donnerblitz. Jupp. Perfekt. Hat er sogar vierfache Effektivität, da es ja vom Typ Flug auch ist. Du schon wieder? Hast dir einen neuen Besitzer gesucht, oder was? Du Mann, das schafft er schon. Mit Ice Punch. Two-Hit? Jo, Two-Hit wird das. Ist sogar eingefroren, nice! Ja, du bist tot. Lucky me. Tschüss. Und als Finale ein verdammtes Rettern. Das gebe ich mal Hackbraten. Level 62, holy shit. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt down bekomme. Schauen wir mal, es hat ja nicht so eine hohen Basiswerte eigentlich. Ja, Lightscreen. Against Special Attacks. Finde ich nicht so toll. Wie wär's mit Giftpuder? Okay, trifft nicht. Natürlich kann es klemmen. Fick dich. Okay, ich wechsle aus. Versuchen wir mal Aniki. Gut, mach das ruhig. Wir setzen Knochenkeil ein. Sollte effektiv sein. Jo. Und hat sogar gereicht, um es zu töten. Sehr schön, sehr schön. Das war Blade. Wir sind fast fertig. Er hat das bisher schwerste Pokémon im Team gehabt bisher. I can't believe my dragon's lost to you, help. You are now the Pokémon League Champion. Or you would have been, but you have one more challenge ahead. You have to face another trainer. His name is Assface. He beat the Elite Four before you. Natürlich hat er das gemacht. He is the real Pokémon League Champion. Oh boy. Wir heilen uns mal auf.
sind alle relativ in gutem Zustand. Fast schon mit Karpador führen wollen. Und wir haben nur noch eine einzige Hürde vor uns. Ich bezweifle zwar, dass wir jetzt daran verkacken werden, aber es kann alles passieren in einem Randomizer. Sein Team könnte ja zum Beispiel rein aus Mewtwo's bestehen. Das würde mich schon ziemlich fertig machen. Und ja, das wird eine lange Folge hier werden. Ich mache keine Cliffhanger. S-Face. Hey, I was looking forward to seeing you, Hap. My rivals should be strong to keep me sharp. While working on Pokédex, I looked all over for powerful Pokémon. Not only that, I assembled teams that would beat any Pokémon type. And now, I'm the Pokémon League champion. Hap, do you know what that means? I tell you, I am the most powerful trainer in the world! Zeit für die beste Pokémon-Musik. S-Face wants to fight. Mit dem Schiller kommt er zuerst an. Ist gut. Donnerblitz. Ah! Ärgerlich. Okay, mach das. Du bist... Eins von sechs Pokémon ist damit schon mal down. Dodrio. Flug. Was haben wir gegen Flug? Kapodor haben wir gegen Flug. Steinhagel. Bitte triff. Es trifft. Kein One-Hit-KO für uns. Dann noch ein Donnerblitz hinterher. Aquaknarre. Der war gut. Der war gut. Zwei von sechs Pokémon besiegt. Clefable, Normal-Pokémon. Aniki. Deins auch. Guillotine funktioniert leider nicht. Ist immer Knochenkeule. Es kann Glut. Das ist nicht gut. Macht aber nicht zu viel Schaden. Und Knochenkeule macht auch nicht zu viel Schaden. In etwa gleich auf, wie es scheint. Vom Schaden her, den wir austeilen. Ah, ich bin ein bisschen weiter vorne. Ich werde mich jetzt gleich heilen in der nächsten Runde. Ich gehe auch nochmal sicher. Es versucht weiterhin mich zu verbrennen. Du Nadel, das war ein Fehler. Außer es macht natürlich kritische Treffer. Dann ist das kein Fehler. Ah! Gott verdammt. Aniki, komm schon. Willst du nochmal einen kritischen Treffer machen? Nein? Okay. Also wenn ich jetzt Glück habe, benutzt er keinen Trank. Sehr schön. Haben es geschafft. Drei von sechs Pokémon sind erledigt. Was hat er noch im Petto? Pikachu? Okay. Was haben wir gegen einen Pikachu? Aniki ist erstmal außer Betrieb gesetzt. Ich würde sagen, wir setzen unser Glumanda für das große Finale ein. Level 61 Pikachu. Buffen wir uns mal hoch. Kopfnuss ist in Ordnung. Macht nicht viel Schaden. Noch einmal Schwerttanz, bitte. Hornattacke ist auch in Ordnung. Und ein drittes Mal Schwerttanz. Dann sind wir auch plus 6, was Angriff angeht. Gut, gut, gut.
Wir setzen Fliegen ein. Wie nicht sehr effektiv behindert. Gehst du down? Sehr schön. Zwei Pokémon bleiben noch. Dodo. Fliegen. Sollte wahrscheinlich One Hit down gehen. Jo. Bleibt nur noch unser großer Rivale. Das Zapdos. Werde nicht wechseln. 6 Level höher als wir. Wir setzen unseren Ice Punch ein. Mit Two Hits ein. Takedown. Okay. Und wir haben ihn besiegt. Kein Level für Glimmerner leider. Huh! No! That can't be! You beat my best! After all that work to become League Champ! My reign is over already! It's not fair! Na, so viel dazu, dass du der mächtigste Pokémon-Trainer in der Welt bist. I never made any mistakes raising my Pokémon. Darn it! You're the new Pokémon League Champion! Also, I don't like to admit it. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Nuzlocke Challenge geschafft. So, you won. Congratulations. Na gut, das kennt man ja alles. Wir haben es geschafft. Wir waren sogar unterlevelt für die Pokémon-Liga. Wie man gesehen hatte, 6 Level unter seinem scheiß Zapdos. Puh. Und der Großteil der Top 4 lief ja flutschig. Außer Siegfried, der dann einfach Mewtwo ausgepackt hat. Geilomatico. Ein sehr spannendes Finale, muss ich sagen. Wir hatten exzellente Pokémon hier. Ich bin stolz auf mein Team. Darkhunter haben wir zwar nicht benutzt, aber Defer hat uns mit seiner Präsenz gebläst. Wir dürfen jetzt endlich in die Hall of Fame rein. Carpador! Es war kein Fehler, dich damals vom Fischverkäufer abzukaufen. Darkhunter! Ja, du warst nicht wirklich gut. Glumanda, mein Starter, von Anfang bis Ende hat es mich unterstützt. Und es hat sich nie entwickelt. Hackbraten, ich habe dich auf der Fahrradstrecke gefangen und du hast dich wirklich als würdig erwiesen. Aniki. Ruhe in Frieden im Himmel. Billy Harrington. Und ja, unser Halbgott-Derfer, der einfach da war und zugeguckt hat. Nice. Eine Spielzeit von 26 Stunden? Ich brauche immer noch mehr Pokémon. Try to catch other species. Ja, Hals, Maul, Eich. Ich kann keine Pokémon mehr fangen. Naja, außer in der Mewtwo-Höhle. Ich könnte noch in der Mewtwo-Höhle ein wildes Pokémon fangen. Unter das Pokémon, was anstelle von Mewtwo ist. Und der wird mir halt trotzdem dann noch sagen, fang mehr Pokémon. Weil der so eine Bitch ist und ich weiß, wie eine Nuzlocke funktioniert. Auf jeden Fall, das war Pokémon, die rote Edition auf der Randomizer Nuzlocke. Wir haben die Challenge erfolgreich bestanden. Ich werde wahrscheinlich noch in einem Bonus-Part in die Mewtwo-Höhle gehen, um zu gucken, was da so abgeht. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine weiteren Sachen, die man jetzt nach der Pokémon-Liga noch machen könnte, außer Mewtwo fangen. Wenn es doch noch welche gäbe, dann sagt mir in den Kommentaren Bescheid. Hole ich die vielleicht auch noch nach. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Wäre wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter gewesen, wenn ich mit dem Level mich ein bisschen zurückgehalten hätte. Weil ich war locker
die erste Hälfte des Spiels ziemlich weit überlevelt. Aber ich denke mal, das passiert einfach, wenn man einen Randomizer spielt. Weil so viele juicy, juicy Pokémon einem entgegenkommen, die einen praktisch nur so mit Erfahrungspunkten füttern. Naja. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die kommenden Projekte, die noch dazu kommen. Oder auf die vergangenen Projekte, falls ihr da noch nicht reingeschaut habt. Die sind sehr empfehlenswert anzuschauen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, mit genug Feedback würde ich sogar diese Challenge Randomizer plus Nuzlocke noch weiter durchführen. Das bedeutet, ich werde irgendwann in die zweite Pokémon-Generation rüberspringen. Gold, Kristall, Silber. Und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir werden natürlich keinen Glumanda wahrscheinlich da wieder am Anfang haben. Und es wird ein neues Set Pokémon geben für uns. Oh Junge. Ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. Und wir sind natürlich wieder im Startbildschirm. Wo fangen wir die wieder an? Ich glaube, bei uns zu Hause. Ja, wir sind wieder bei uns zu Hause. Speichern den Shit mal ab. Wir haben kein einziges Pokémon verloren. In der Pokémon-Liga. Allerdings werde ich jetzt noch einmal... Oh, die sind ja alle fast tot. Jetzt noch einmal... in dieser Folge... einen Clip ranhängen, der alle... Pokémon noch einmal würdigt, die im Verlaufe dieses Let's Plays von uns gegangen sind. Und ansonsten werden wir uns hier erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Wie gesagt, schaut auch in die anderen Projekte vorbei, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut auch in das parallel laufende Ys, The Oath und Ferghana rein. Lohnt sich sehr, da reinzuschauen. Ein sehr tolles Spiel. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ich bin euer Jack von den Arcana Toucans. Bis dahin. Tschüss.